Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Episode der HSV-Karriere. Die habt ihr ja so krank supportet, da musste einfach eine neue kommen und dann hat es heute auch noch gepasst. Wir konnten leider keine Top-Spiel-Challenge aufnehmen, deswegen kommt die heute nicht. Falls ihr trotzdem unsere Einschätzung haben wollt zum Spieltag, dann schaut doch heute Abend einfach auf Twitch vorbei. Um 17 Uhr müssten wir da online sein und spielen ein bisschen Weekend League. Schaut da vorbei, redet mit uns über den Spieltag oder über FIFA oder was auch immer. Link ist auf jeden Fall der erste in der Videobeschreibung. Aber jetzt, viel wichtiger, gehen wir erstmal in die neue Saison mit dem HSV. Da sind wir in der Bundesliga angekommen und haben natürlich vom Vorstand auch das Ziel, dass wir nicht wie normaler Aufsteiger den Klassenhalt holen, sondern dass wir einen Mittelfeldplatz belegen. Und wir sollen einen älteren Spieler verpflichten, das kann ich euch sagen, werden wir ein bisschen ignorieren, die sind nie so wichtig, aber wir können auf jeden Fall einiges an Spielern verpflichten, weil wir haben nämlich 30,6 Millionen im Transferbudget, aber die erste Verstärkung kommt erstmal aus der Jugendabteilung. Christoph Weiß hat einen Trade, ist erst 16 Jahre alt, schon fast 70er Wertung, also schon bei einer 69 und dauert auch nicht mehr lang, bis er bei einer 70er Wertung ist. Und ich würde sagen, wenn man schon so ein Talent gefunden hat, dann muss man auch drauf bauen. Hier Flair Trade natürlich auch sehr geil. David Romero kam zurück von seiner Leihe im Ausland und hat sich auch ganz gut entwickelt. Ist zwar schon 2 Jahre älter, aber ist halt trotzdem auch erst 18. Von daher kann man da auch gerne mal in Zukunft drauf setzen. Also das sind so die 2 Jugendspieler, die uns für diese Saison dann unterstützen im Profikader. Und während der Saison in Belgien haben wir dann noch ein absolut geniales Talent gefunden. Noam Röls. Wahrscheinlich eher, ist wahnsinnig gut, ist auch schon 17 gewesen, als wir ihn gefunden haben, deswegen haben wir ihn direkt mal ausgeliehen an Club Brügge in seine Heimat. Aber jetzt mal zu den richtigen Verstärkungen, und zwar wisst ihr es natürlich, unser Transferziel Nummer 1, euer Transferziel Nummer 1 in den Kommentaren ist einfach Robin Hack, und den müssen wir einfach holen jetzt, und den haben wir auch geholt, hat 12,5 Millionen Marktwert gehabt und wir mussten nochmal eine Mille draufzahlen, also 13,5 Millionen haben wir uns das kosten lassen, und ich würde sagen, der hilft uns schon sehr. Wir haben zwar zwei sehr gute linke Flügel, rechte Flügel, also wir haben gute Flügelspieler mit Hack, Šabanović und Jatta hier nochmal im Vergleich, aber ich würde sagen, Jatta und Hack sind dann unsere Flügelzange und Hack, Šabanović kriegt einfach alle 3 Spiele mal für irgendeinen oder spielt immer mal wieder für irgendjemand anderes, also die sind da sehr viel am Rotieren. Eine andere Sache, die natürlich noch in den Kommentaren stand, Terodde zurück in die zweite Liga. Habe ich versucht, kam aber einfach kein Angebot. Deswegen mussten wir uns dann mit Udinese Calcio darauf einigen, dass wir da die Transferablöse annehmen. Und dann mussten wir uns natürlich einen neuen Stürmer kaufen. Wir hatten hier eine große Liste. Dennis wurde leider schon von Köln gekauft. Jessica Gangkamp war in den Kommentaren. Der war ja auch bei Stuttgart in den Kommentaren. Und hier ist er halt leider einfach noch ein bisschen zu schlecht. Ein Backup haben wir mit Suzuki ja sowieso schon. Und wir haben auch noch Winzheimer zurückbekommen, der die gleiche Rating hat. Von daher haben wir das jetzt mal weggelassen. Dann waren es noch 3 und da ist Lukas Mescher da noch rausgeflogen, weil den haben wir in der Freiburg-Karriere geguckt. Schaut da gerne auch vorbei, und ich mag das nicht so gerne, immer wieder die gleichen Spieler zu kaufen, auch wenn ihr vielleicht die Freiburg-Karriere noch gar nicht gesehen habt. Schaut da sonntags beim Stream vorbei. Und dann war es einfach zwischen Krüger und Hwang Hee-chan. Und dann dachte ich so, okay, ihr habt in die Kommentare, habt ihr Krüger reingeschrieben, dann probiere ich das doch mal. Der spielt aber halt leider jetzt bei Manchester City in dieser Karriere und die Gehaltsvorstellung ist halt der Wahnsinn. Das ist halt das Doppelte an Gehalt von dem, was unser Topverdiener gerade verdient. Unser Topverdiener ist ungefähr bei 30.000 in der Woche, und das können wir halt einfach nicht machen für jemand, der mit Abstand, also nicht mal unser bester Spieler ist. Unser bester Spieler hat eine 80 und er hat halt eine 75, und so leid es mir tut, das kann ich dann auch aus Realismusgründen einfach nicht machen. Und dann war ich bei Hwang Hee-chan gelandet. Der hat ja schon mal Hamburg-Erfahrung gesammelt, die war nicht besonders gut. In echt, die Leipzig-Erfahrung ist auch noch nicht so überragend, aber im Endeffekt kann er schon mal für einen Bundesliga-Verein spielen, und deswegen dachte ich, holen wir ihn einfach. War sogar ein billigerer Vertrag für einen besseren Spieler. Natürlich hat Krüger mehr Potenzial, aber das konnte ich einfach mit mir selber nicht vereinbaren, da das Geld in die Hand zu nehmen. Also das hätte ja das komplette Gehaltsgefüge auseinander gesprengt, und deswegen habe ich da einfach Nein gesagt von mir aus und mich für Hwang Hee-chan entschieden. Unsere ganze letzte Saison hat natürlich auch dafür gesorgt, dass unsere Spieler sehr interessant für andere Clubs sind. Hack Šabanović bekommt ein gutes Angebot, das wir abgelehnt haben. Kittel, sehr gutes Angebot, was wir ablehnen mussten. Und als letztes kam natürlich noch, außer für Terodde, ein Angebot für Jeremy Ducciak aus der Premier League, und es mussten wir auch ablehnen. Das sind einfach Eckpfeiler für uns in der Zukunft oder zumindest mal in der nahen Zukunft, da können wir nicht einfach Ja sagen. Aber natürlich haben wir noch bei ein paar Leuten Ja gesagt, und zwar bei hier, bei Amaechi, glaube ich, heißt er. Bei Röls haben wir natürlich schon besprochen. Mopoku wurde verkauft an Wasel Beveren. Oppermann nach Altach sind natürlich etwas uninteressante Transfers, aber irgendwo musste das Geld ja auch noch ein bisschen herkommen, so das restliche Geld. Bates wurde noch nach England verkauft, zum AFC Bournemouth. Jonas David wurde nochmal ausgeliehen, nachdem er letztes Jahr ja schon ausgeliehen war. Wir haben einfach genug Innenverteidiger für die Position. Innenverteidiger. Und Terodde habt ihr ja auch schon gesehen. Da
davor noch Winkler ausgeliehen an Groningen, war auch letztes Jahr schon ausgeliehen, ein Jugendspieler. Und Onana, der letztes Jahr ausgeliehen war, wird auch dieses Jahr an Gourmetic ausgeliehen. Und der erste Transfer war noch Haier nach Stade Rennes. Gibt dann hier diese Transferbilanz für den Sommer und damit gehen wir dann in die neue Saison. Und in der neuen Saison starten wir am ersten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg. Das ist unser erstes Spiel in der Bundesliga zurückgekommen, gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft eigentlich. Die haben sich auch gut verstärkt mit verschiedensten Spielern, zum Beispiel Tammy Abraham vorne im Sturm. Ist ja wirklich nicht schlecht. Ndicka sehr gut in Karrieremodus. Gabriel, sehr interessanter Spieler aus der Liga NOS. Und auf unserer Seite natürlich mit der Ausstellung, die ihr euch vorstellen könnt. Hack vorne links. Vorne rechts Jatta, aber die seht ihr jetzt gleich auch nochmal beim Durchlaufen. Während die Spieler jetzt noch den Handshake mit dem Schiedsrichter machen, Ulreich im Tor. Da ändert sich erstmal nichts dran. Leibold, Van Drongelen, Leistner. Wagnermann hat dieses Jahr Jamera überholt. Basoya, Kittel, Duciak und dann vorne drin, wie gesagt, Jatta, Hwang Hee-chan und Hack über links. Das Ganze sieht dann so aus im kompletten 4-3-3. Auf der Bank natürlich noch unsere Jugendspieler. Hack Szabanovic noch drauf, Suzuki noch drauf. Also einige Leute, die noch gut Leistung bringen können. Und wir haben auch direkt den besseren Start mit Hwang Hee-chan, die erste Chance im Spiel. Aber Castells im Tor von Wolfsburg ist natürlich auch ein sehr guter Torhüter. Dann geht es weiter über Robin Hack und der bringt die Flanke mustergültig auf Bakary Jatta. Und dann seht ihr mal, wie gut der Torhüter ist von Wolfsburg. Also Castells da mit einer Weltklasse-Parade. Das ist ein Reflex gewesen, der hat es in sich gehabt. Und auch hier hält er das 1 gegen 1 gegen Bakary Jatta sehr gut. Also Bakary Jatta hätte hier schon das ein oder andere Tor machen können. Aber es ist egal, weil Hwang Hee-chan macht dann auch das Tor. 35. Minute macht er hier das 1-0 für uns, unser erstes Tor zurück in der Bundesliga. Und mich freut es natürlich, dass es von unserer Neuverpflichtung im Sommer kam. Es hilft natürlich seinem Case hier, uns gut helfen zu können. Ganz gewaltig, wenn er hier das erste Tor direkt macht und nicht lange auf sich warten lässt, dass da erstmal wieder Unruhe aufkommt. Das zeigt doch schon mal ganz gut, dass er hier eine große Hilfe für uns sein kann. Dann hatten wir hier noch ein paar Flanken, die ins Nichts geführt haben. Hier nochmal von Jatta eine auf Kittel, der nimmt den direkt, aber viel zu mittig auf den Torhüter. Dann kam nochmal ein Longshot von Weiß, der leider auch viel zu ungefährlich war. Und dann kam es natürlich so, wenn man gegen so ein Team so viele Chancen liegen lässt, dann kann es auch mal sein, dass Ulreich einfach die kurze Ecke aufmacht. Aus einem Winkel, aus dem es nicht unbedingt sein müsste. Und dann Tammy Abraham mit dem ersten Schuss im Spiel für Wolfsburg den Ausgleich in der 86. macht. Das sind halt die Dinge, wo man Erfahrung sammelt, wo man daraus lernen kann. Als junge Mannschaft muss man hier einfach das Ergebnis auch mal über die Zeit bringen, wenn man das Spiel so dominiert. Aber im Endeffekt kann sich Wolfsburg bei Kron Castells und ihrem Neuzugang Tammy Abraham bedanken, dass sie hier mit einem Punkt noch zu Hause bleiben können. Und wir gehen jetzt erstmal wütend in den 12. Spieltag gegen Werder Bremen. Ich kann mich noch erinnern, als ich klein war und es dann die Bremen-Hamburg-Wochen gab mit Halbfinale im Pokal, Halbfinale oder Viertelfinale in der Europa League oder UEFA Cup, wie es damals noch hieß. In der Bundesliga haben sie noch irgendwie gegeneinander gespielt. Also eigentlich die ganze Zeit, jedes Spiel war eigentlich Bremen gegen HSV. Dann natürlich noch die Papierkugel, die sehr, sehr bitter war für Hamburg-Fans. Wir wollen uns hier natürlich im ersten Nordderby dieser Karriere auch durchsetzen. Kiel ist ja jetzt auch ein Nordderby. St. Pauli hat mir schon als Stadtderby. Aber hier geht es wirklich um die Wurst, das Nordderby in der ersten Bundesliga. Hier seht ihr nochmal das 4-3-3, das hat sich auf zwei Positionen verändert zum Spiel gegen Wolfsburg und zwar haben wir die zwei aus der eigenen Jugend mitgenommen und zwar Ambrosius hinten rechts und oder hinten in der rechten Innenverteidigerposition und dann natürlich noch Weiß aus der eigenen Jugend. Ich dachte, es gibt so einen kleinen Flair. Wenn jetzt Ambrosius nicht aus der eigenen Jugend ist, während wir hier das 1-0 mit Hwang Hee-chan mal wieder machen. Wenn Ambrosius nicht aus der eigenen Jugend ist, dann tut es mir leid, dass ich das gerade gesagt habe, aber ihr werdet es mir bestimmt verzeihen können. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ich da recht habe oder nicht. Weiß ist auf jeden Fall in dieser Karriere aus der eigenen Jugend und deswegen dachte ich, bringe da so ein bisschen, ja, ein bisschen was Spezielles mit für dieses Spiel, so ein spezielles Feeling für dieses Derby. Und Hwang Hee-chan, wie gesagt, macht hier das 1-0. Duciak stochert fast das 2-0 hinterher und wir haben mal wieder den besseren Start. Aber unser Gegner trifft mit seinem ersten Schuss. Haben sie gut rausgespielt. Da hat Van Drongelen sich etwas zu sehr am Spieler, der den Pass dann gespielt hat, orientiert. Und Johannes Eggestein, der Bruder von Maxi Eggestein, macht dann mit dem First-Time-Schuss den Ball auch an Ulreich vorbei ins Tor. Wir aber natürlich nicht lange auf uns warten lassen mit der nächsten Chance. Wieder Duciak. Und wie viele Chancen wir schon so knapp am Torhüter hatten in diesen zwei Spielen, ist wirklich der Wahnsinn. Also unser Finishing muss wirklich besser werden mit den ganzen Leuten. Hwang Hee-chan hat hier nochmal eine Chance gehabt. Hack wurde nochmal abgeblockt und so geht es dann mit einem 1-1 in die Halbzeit. Aus der Halbzeit raus kommen wir aber auch wieder besser. 3 Minuten nach Halbzeit Anpfiff gab es dann hier den Lattentreffer von Hwang Hee-chan. Der dreht sich da super raus. Hätte er vielleicht einfach draufziehen müssen. Hat er im Endeffekt nicht gemacht.
Weiß zieht jetzt einfach mal drauf, aber trifft leider auch nicht knapp am Tor vorbei. Es wäre natürlich auch ein spezieller Zeitpunkt gewesen für sein erstes Bundesliga-Tor. Der hatte bis dahin noch gar kein Tor geschossen. Aber leider sollte es nicht so sein. Dann haben wir von hinten rausgespielt, Wagnermann auf Ambrosius, dann auf Romero, der eingewechselt wurde. Ist ja eigentlich auch aus der eigenen Jugend dann in dieser Karriere, auf Hwang Hee-chan. Der Ball springt nochmal leicht hoch und kann deshalb perfekt Volley genommen werden ins lange Eck. Und in der 71. Minute haben wir die Führung wieder. 2:1 für den HSV, der Salto hinterher und Romero mit der Vorlage. Und wie gesagt, Hwang Hee-chan, hier der Ball springt leicht auf und kann dann wirklich perfekt genommen werden. Wahnsinniges Tor. Und das entscheidet dann auch das Spiel. Wir gewinnen das Nordderby mit 2:1 gegen Werder Bremen und können da sehr, sehr glücklich drüber sein. 2 Tore von Hwang Hee-chan, der jetzt bisher wirklich sehr, sehr wichtig für uns wurde. Und dann sieht es in der Tabelle so aus, dass wir am letzten Spieltag der Hinrunde nach 17 Spielen auf dem 8. Platz sind. Das heißt, wir sind noch auf der ersten Seite der Tabelle. Ist sehr, sehr geil. Wir haben ein bisschen Abstand nach hinten. 4 Punkte auf Augsburg, dann schon wieder 7 Punkte auf Stuttgart. Also der Mittelfeldplatz sollte fest sein. Wir sind kein normaler Aufsteiger, wir sind der HSV. Und deswegen sind wir da auch sehr gut vorne dabei. Ganz unten sind Bremen und Holstein Kiel. Das ist natürlich für Hamburg-Fans auch sehr geil. Heißt natürlich, dass es kein Nordderby gibt. Und leider sind wir auch gegen Holstein Kiel im Pokal rausgeflogen. Hatten ein bisschen durchrotiert und haben uns da ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen in der Verlängerung. Mit 1:1 ging es da in die Verlängerung und dann mit 3:1 verloren. Bisher sieht das Viertelfinale so aus, könnt ihr mal sehen. Interessiert uns natürlich dann auch nicht mehr, weil das ist für uns dann wie gesagt vorbei. Unsere Mannschaft hat sich extrem gut entwickelt. Hack, Chang und Jatta, da kann man sehr zufrieden mit sein. Hack Šabanović, obwohl er weniger spielt als die anderen zwei, auch sehr glücklich und bewegt sich in gute Richtungen. Van Drongelen, Basoer, Wagnermann, alle entwickeln sich eigentlich ganz gut. Sogar Leisten ist nochmal eins hochgegangen, obwohl er schon über 30 ist. Ulreich ist nochmal eins hochgegangen und dann sehen wir hier die Statistiken. Robin Hack, 3 Tore, eine Vorlage, ist natürlich nicht so wild, aber Hwang Hee-chan, 14 Tore, eine Vorlage. 3 habt ihr schon gesehen und 3 gegen einen ganz besonderen Club, seht ihr jetzt. Also seht ihr, wer uns hier carried auf jeden Fall. 14 Tore in 17 Spielen sind natürlich ein Ausdruck dazu, dass wir uns richtig entschieden haben, mit Hwang Hee-chan den zu holen. Romero in 6 Bundesligaspielen erst eine Vorlage, der schwächelt noch ein bisschen. Christoph Weiß hat auch erst 2 nach 9 Spielen, aber es sind ja auch noch sehr junge Spieler, die darf man nicht überlasten. Noam Röhs entwickelt sich ganz gut in Belgien. Und für den Winter haben wir noch ein Transferbudget von 7,6 Millionen. Wenn wir also noch was machen sollen im Winter, sagt es mir gerne in den Kommentaren. Wenn euch diese Folge aber gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst gerne auch ein Abo da, damit ihr die Rückrunde nicht verpasst, wenn die online kommt auf unserem Kanal. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Ciao, ciao. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been